Ja, liebe Zuschauer, Sie hören es vermutlich ein bisschen. Mich hat's erwischt, ich bin richtig erkältet. Umso wichtiger für mich, mir am 6. Januar Stärke anzutrinken. Und bei mir ist Heimat- und Brauchtumspfleger Adrian Rossner. Adrian, was bedeutet denn eigentlich Stärke antrinken? Also Steige heißt, das passt dann schön zu dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich eben Gesundheit anzutrinken oder halt auch die Steig fürs kommende Jahr. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute gesagt haben, bevor wir starten, wollen wir noch einmal symbolisch uns die Steige dann also wieder antrinken oder eben bei den Frauen dann die Schönheit. Die Schönheit, genau. Ist jetzt aber vor allem ein Brauch bei uns in Oberfranken. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wie kommt das zustande? Oberfranken gilt ja als das Land, in Anführungszeichen, der Brauereien. Das heißt also, schon relativ früh hat es bei uns dann auch hier in Hof, in Bayreuth, Münchberg, Bamberg, kleinere Brauereien oder sogenannte Kommunenbraustuben gegeben, in denen dann eben jeder brauberechtigte Bürger sein Bier einbrauen durfte. Und gerade am Dreikönigstag wird ja dann auch das relativ starke Bockbier eingeschenkt. Das bedeutet also, wahrscheinlich kommt es daher, dass einfach das Bier hier war und man dann eben gesagt hat, wenn wir schon die Strukturen haben, dann können wir damit auch gleich irgendwas anfangen und trinken uns halt dann die Steige an. Und da hat es dann im Kaisen, eigentlich soll man für jeden Monat eins trinken. Alles klar, dann würde ich sagen, ich trinke auf die Schönheit. Ich auf die Stärke. Auf die Stärke. Wobei, Gesundheit könnte ich auch gebrauchen. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ne? Also, Adrian, Prost. Prost. Ja, Gabi, servus. Hallo. Also, ich habe schon mal angefangen, jetzt ein bisschen Stärke anzutrinken. Hoffentlich schmeckt's. Er schmeckt sehr, sehr lecker. Bei euch hier ist es ja auch so Brauch, dass Stärke angetrunken wird, oder? Wie läuft denn das so ab bei euch? Am 6. muss man, will man, kann man sich die Stärke antrinken. Bier, was man halt will, oder ein Schnaps. Und das ist halt so üblich. Das heißt, man muss am 6. Januar nicht unbedingt Bier trinken, sondern es gehen auch 12 Schnäpse, oder? Wie ist das? Wenn man es verträgt, schon. Gibt es eine Mädchenvariante? Also wenn jetzt, ich zum Beispiel, ich vertrage ja Bier überhaupt nicht, ich würde wahrscheinlich bis Manche Februar trinken dann Cola-Bier oder Cola-Weizen. Okay, also gemischt quasi. Oder an Schnaps unter Wasser, keine Ahnung, nicht unbedingt Bier. Aber unalkoholische Getränke zählen jetzt nicht dazu, oder? Eigentlich zu. Nee. Aber liebe Zuschauer, Sie sollten die 12 Bierregel vielleicht nicht unbedingt ganz so ernst nehmen, gerade die, die es nicht so vertragen, so wie ich. Schließlich soll es ja darum gehen, sich Kraft und Gesundheit genau anzutrinken, nicht, dass sie dann am nächsten Tag mit Kater im Bett liegen. Ich glaube, ich trinke einfach ein oder zwei warme Bier. Soll ja gegen Erkältung auch helfen, oder? Auch. Und auch. Dann jetzt trinke ich mein erstes. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Genau. Prost.